Das Angebot, sein Geld zu schützen, ist groß. Das zeigt ein Rundgang auf der Security-Messe in Essen. Auch die Tresorbranche rüstet hier auf, um Geldaufbewahrung sicherer zu machen. Doch neuerdings suchen Kriminelle auch digitale Fallen, um an das Geld der Opfer zu kommen, beobachtet Thorsten Urbanski von EZ. Das ist ein Beispiel einer gefälschten Banking-App, die wir im Google Play Store entdeckt haben. Da geht es darum, dass vorgegaukelt wird, das wäre von der Postfinanz Schweiz eine Banking-Applikation. Und dort sollten Anwender verleitet werden, entsprechend ihre Bankdaten einzugeben. Nach der vermeintlichen Registrierung bekam das ahnungslose Opfer dieser gefälschten Banking-App sogar eine Bestätigung, dass die Anmeldung erfolgreich war. Es war für das Opfer natürlich ein Riesenproblem, denn seine gesamten Bankdaten waren jetzt in den Händen der Kriminellen, unter anderem auch Kreditkarteninformationen. Doch nicht nur im App Store lauern Gefahren. Auch diejenigen, die sich auf der vermeintlichen Webseite ihrer Hausbank wähnen, können Opfer einer Fake-Banking-App werden. Es gibt natürlich auch den Trick der Kriminellen, dass da sogar falsche Seiten aufgesetzt werden. Das heißt, dort werden Links hinterlegt, man kann es kaum identifizieren, ist es wirklich meine Bank. Da klickt man drauf und wird dann automatisch auf die kriminelle App im App Store geleitet. Und dann hat man natürlich nicht die echte Banking-App, sondern die gefälschte, die wiederum alle Daten stiehlt. Daher unsere Tipps, wie Sie sich vor einer Fake-Banking-App schützen können. Laden Sie eine Banking-App nur über den Link der sicheren Bank-Homepage herunter. Schließen Sie Sicherheitslücken im Betriebssystem über regelmäßige Updates und testen Sie die Wirksamkeit Ihrer Virenschutz-App über die Testseite www.amzu.org. Während die Sicherheitsbranche versucht, Angriffe auf Geldautomaten etwa mit Nebel zu verhindern, haben Cyberkriminelle soeben schon wieder eine neue Masche entwickelt, um Bankdaten zu stehlen. Ein neuer Trick, der gerade es auf deutsche Bankkunden abgesehen hat, ist eine gefälschte Diktier-App, die heruntergeladen wurde und natürlich auch die Funktionen einer Diktier-App hat, aber gleichzeitig auch Bankdaten abgreift. Aber auch hier sorgt ein Virenschutz beim Smartphone dafür, dass der Ausspähversuch der Cyberkriminellen nur im Datennebel endet.